Moin Leute und herzlich willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Danke, dass du daraus wieder eingeschaltet hast. Und ja, heute geht's weiter mit der 5M-Reihe. Und zwar habe ich heute ein Kryptophone für euch. Und wie das Ganze funktioniert, wir haben als Item ein Kryptophone. Und so, das können wir dann erstmal so benutzen. Hier steht dann erstmal auch gar nichts drin. Wir müssen halt noch Coins hinzufügen, so das zeige ich dann auch nochmal gleich. Und starten habe ich jetzt erstmal simuliert, dass wir mit 200 starten. Und hier warten wir jetzt den Kurs ab. Zum Beispiel hier haben wir den niedrigsten Kurs. So, den kaufen wir natürlich hier den Coin dann und gucken dann, bis der Kurs halt höher ist. Und dann können wir das Ganze wieder verkaufen. Ne? Crypto halt. Ne? So, Sell. Nun haben wir schon 460. Ja, jetzt warten wir natürlich wieder auf einen schmackhaften Kurs hier zum Beispiel. Kaufen wir gleich zwei. So. Und dann warten wir natürlich, ne? Hier können wir den... Oh, ne, falsch gekauft. Perfekt. So, nun haben wir schon 700. Und hier könnt ihr halt auch immer sehen, wie viele Coins ihr von... welchen Coin halt so habt. Zum Beispiel kaufen wir jetzt hier 4 Stück. So, nun haben wir schon 1400 und so weiter und so fort. So, ich würde sagen, wir werden jetzt nochmal einen Coin hinzufügen. So, jetzt müssen wir den Namen halt eingeben vom Coin. Das machen wir hier auf 200 und wie viele Coins natürlich dann verfügbar sein sollen, das heißt in 40, und dann können wir das Ganze hinzufügen als Admin natürlich nur. Und nun, wenn wir das Handy bzw. das Kryptophone wieder öffnen, haben wir dann auch den YouTube Coin drin. Okay, haben wir jetzt nur YouTube genannt, aber ja. Und somit können wir halt gucken, ne? Und hier haben wir dann auch 40 Stück. Das heißt, wenn wir es jetzt halt hier kaufen. Okay, ich habe vergessen, ihr müsst natürlich den Server neu starten, ansonsten könnt ihr das Ganze nicht machen. So, und nun können wir das wieder öffnen. Und nun auch gleich die Coins kaufen, wenn der Kurs natürlich wieder stimmt. So, haben wir dann auch 5 Stück hier und hier natürlich 5 Stück weniger. Und nun müssen wir natürlich wieder halt gucken halt, wann wir dann verkaufen. Ich habe das Ganze jetzt so eingestellt, dass wir halt immer, also jeden Tag kaufen können und jeden Tag verkaufen können. Standardgemäß ist halt Samstag und Sonntag könnt ihr halt nur verkaufen und an den Resttagen könnt ihr natürlich kaufen. Natürlich auch ziemlich nice. Na komm schon.
Okay, steigt. Wir verkaufen. So, und wir sind jetzt schon bei 2000. Und so könnt ihr das Ganze halt einstellen und ja, machen. Gut, ich würde sagen, wir kommen auch direkt zur Installation. Link wie immer unten in der Videobeschreibung. Einfach runterladen und einmal auspacken. Dann haben wir diesen Ordner hier und hier steht noch minus main hinter. So, das müssen wir natürlich einmal entfernen. Und anschließend kopieren wir uns hier den Ordnernamen einmal raus und gehen dann einfach nur in den Resource-Ordner und ziehen einfach diesen Ordner in den Resource-Ordner. Danach gehen wir zurück in die server.cfg, ja, und müssen das Ganze hier nur noch starten, speichern und schließen. Jetzt müssen wir einmal hier in den Ordner rein und hier haben wir noch was für die Datenbank. Das kopiert euch einfach so raus. Geht dann in die Datenbank. Hier haben wir hier. Ja, klick auf den Namen einmal drauf, dann hier auf SQL, fügen das hier ein und können das Ganze hier bestätigen dann. Ich habe das schon gemacht, deswegen haben wir hier einmal auch, genau, das können wir verlassen. Ne? So. Als nächstes müssen wir nochmal in die Datenbank und zwar wir müssen noch das ohne hinzufügen, so das heißt wir gehen jetzt einfach in die main-config.lua und hier haben wir das Item als Phone, ja, das kopieren wir uns einfach raus, gehen dann wieder in die Datenbank und gehen auf Items, kopieren uns hier ein Item raus und tragen das hier ein und drücken auf OK. Ich habe das auch schon gemacht, deswegen überspringen wir den Part. So. Als nächstes müsst ihr nur noch den Server neu starten und ihr habt das Script erfolgreich installiert und könnt auch schon ja, die Coins in-game hinzufügen. Hier können wir natürlich noch ein paar Optionen wählen mit dem Preis und so weiter und so fort. Höchstpreis und so weiter. Ja, steht ja alles hier schon. So, hier haben wir nochmal die Gruppen für die Admins, die also welche Gruppen halt den so Befehl hier eintragen können, also ausführen können. Hier haben wir so das für das tägliche Kaufen, ja. Und hier haben wir das Ganze für die Verkaufstage, ja. Da könnt ihr es auch auf 1, zum Beispiel Sonntag dann limitieren. Dann könnt ihr halt von True auf False ändern. Oder halt die Spalte komplett entfernen. Wenn ihr halt wollt, dass man halt täglich kaufen und verkaufen kann, dann kopiert euch das hier einfach raus und fügt das hier unten halt dann wiederum ein. Ne? Gut, ja, mehr gibt es auch nicht zu sagen. Übersetzen könnt ihr das Ganze noch in der Index. Da können wir jetzt auch nochmal reinschauen. Hier könnt ihr natürlich einiges übersetzen ins Deutsche dann. Hier auch, hier, hier und hier. Und hier unten, Cell. Ne? Ja, mehr müsst ihr nicht machen. Und dann habt ihr auch, ja, könnt ihr halt so viele Coins hinzufügen, wie ihr lustig seid. Gut Leute, falls euch das Video soweit gefallen haben sollte, dann lasst doch hier mal einen Daumen rum da, kommentieren, abonnieren nicht vergessen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein und ciao ciao. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough.